Herzlich willkommen zum ersten Hangout der Digital Health-Reihe der Arbeitsgruppe Digitalisierung der Fachbereiche Medizin. Mein Name ist Estefania Velasquez. Ich koordiniere unter anderem die Arbeitsgruppe Digitalisierung der Fachbereiche Medizin. Ebenso freue ich mich sehr, meine Kollegin Stella Behrendes begrüßen zu dürfen, sowie auch meine Kolleginnen aus der Fachbereichsberatung Johanna Leifeld und Janika Wude. Ein herzliches Willkommen geht auch an unsere AG-Mitglieder und an unseren Expertinnen, Jenny Brandt, Ärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie des Universitätshospitals Basel, Tim Schubert, Medizinstudent und Doktorand am Institut für Humangenetik der Universität Heidelberg und Gastwissenschaftler am Center of AI in Medizin der University of Cambridge und Podcaster. Und Dr. Daniel Teutz, Vorsitzender des Ausschusses der Digitalisierung der Gesellschaft für medizinische Ausbildung. Heute eröffnen wir die Hangouts-Reihe mit der Vorstellung und Vertiefung der Handreichung digitale Transformation der medizinischen Ausbildung. Bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich kurz ein paar Worte zum Hochschulforum Digitalisierung und der AG DIF Medizin verlieren. Das Hochschulforum Digitalisierung bringt als bundesweiter Think and Do Tank Menschen aus Hochschulen, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen, um die Digitalisierung in Studium und Lehre voranzutreiben. Seit 2014 fördert das Hochschulforum Digitalisierung innovative Ansätze, vernetzt Akteure und bietet Beratung. Das Hochschulforum Digitalisierung ist eine Initiative des Stifterverbandes, des Zentrums für Hochschulentwicklung und der Hochschulrektorenkonferenz und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Mit dem Format Digitalisierung der Fachbereiche bündelt das Hochschulforum Digitalisierung fachspezifische Expertise, um Lehrende beim Einstieg oder der Weiterentwicklung der digitalen Lehre zu unterstützen. Die Arbeitsgruppe Digitalisierung der Fachbereiche Medizin wurde im März 2023 gegründet. In der AG sind 18 Mitglieder aus unterschiedlichen Hochschulstatusgruppen aktiv beteiligt. Und das Hauptziel der Arbeitsgruppe ist es, Impulse, Hilfestellungen und Empfehlungen zu generieren, die den Prozess des digitalen Lehrens und Lernens in der medizinischen Aus- und Weiterbildung fördern. Daraus ist die Handreichung digitale Transformation der medizinischen Ausbildung entstanden. Begleitend dazu bietet die AG diese Digital Health-Reihe, bei der die Community die Chance hat, sich aktiv in Themen rund um Digital Health zu beteiligen. Für die Digital Health-Reihe sind voraussichtlich 8 Termine vorgesehen. 2 im November und ab Januar jeweils einmal pro Monat bis Ende Mai. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer AG-Webseite. Genau. Das Hangout ist in 4 Hauptteile gegliedert. Im ersten Teil befasst sich Jenny Brandt mit den Rahmenbedingungen, die neue ärztliche Approbationsordnung und die Integration digitaler Kompetenzen in das Medizinstudium. Hier werden wir einen Blick auf die aktuellen Veränderungen und Herausforderungen werfen, die diese Neuerungen mit sich bringen. Im zweiten Teil wird Daniel Tolks die Umsetzung und Erweiterung evidenzbasierter didaktischer Methoden durch digitale Werkzeuge erläutern. Digitale Hilfsmittel spielen eine zunehmende wichtige Rolle in der medizinischen Ausbildung und wir werden erfahren, wie sie die Lehre verbessern können. Im Anschluss wird Tim Schubert uns über die aktuellen Status quo, die Wünsche und Forderungen aus der Studierendenperspektive informieren.
Damit gebe ich weiter an unsere Referentin und AG-Vorsitzende Jenny Brandt. Ja, vielen Dank, Estefania, für die schöne Vorstellung und ausführliche Vorstellung. Genau, ich darf so ein bisschen was erzählen zu den Rahmenbedingungen, die natürlich eine enorm große Rolle spielen, wenn wir über die Implementierung von neuen Kompetenzen in das Medizinstudium sprechen. Und da ist ein ganz großer Teil natürlich die neue ärztliche Approbationsordnung. Das ist so was, was so über uns immer so ein bisschen schwebt wie so eine Wolke. Das heißt, die deutschen Fakultäten betrachten das mit Spannung. Und das ist so ein bisschen auch der Grund, weshalb das momentan sehr, sehr schwierig ist, neue Inhalte wirklich grundlegend zu implementieren. Genau, das Bundesministerium für Gesundheit arbeitet an einer neuen ärztlichen Approbationsordnung. Ich glaube, das erste Mal, als ich davon gehört habe, dass es das gibt, sollte sie 2025 in Kraft treten. Aktuell ist, glaube ich, der Stand bei 2027. Und eine Frage mal einfach so in die Runde, gerne in den Chat schreiben. Hat jemand eine Idee, von wann die aktuelle Approbationsordnung ist, nach der wir heute Ärzte und Ärztinnen ausbilden? Einfach mal raten. Wenn keiner eine Idee hat, ich zögere es 80er Jahre. Das ist jetzt natürlich ein bisschen zu weit zurückgegriffen. Also die aktuelle ist von 2002. Das ist auch schon eine ganze Weile her. 2002 hatten wir noch keine Smartphones. So die durchschnittlichen Medizinstudierenden waren noch nicht geboren oder gerade in der Kita. Manches in der Medizin hat sich nicht verändert. Ja, Anatomie bleibt weitestgehend gleich. Aber anderes hat sich massiv geändert. Das ist uns allen klar. Und das ist das, was sich am stärksten geändert hat, hat sicher mit der digitalen Transformation zu tun und mit den Auswirkungen auf unseren Alltag. Auf der Folie einfach mal zitiert aus dem aktuellsten Referentenentwurf von Juni 23, die überarbeitete Fassung. Teil 1, da geht es um die ärztliche Ausbildung, allgemeine Bestimmungen und im Paragraph 1 sind die Ziele der ärztlichen Ausbildung genannt. Und da wird unter Punkt 4 zum ersten Mal werden digitale Kompetenzen auch als Kernkompetenzen der medizinischen Ausbildung genannt. Das bedeutet also, dass AbsolventInnen des Medizinstudiums in der Lage sein müssen, die für das ärztliche Handeln erforderlichen Grundlagen und auch insbesondere die Funktionsweisen und den Umgang mit digitalen Technologien zu beherrschen. Kann man meine Folie weitermachen? Dankeschön. Das ist, dass der neue nationale kompetenzbasierte Lernzielkatalog Medizin, dieses Monsterwort NKLM abgekürzt, mit den Lernzielen verpflichtend in der neuen Approbationsordnung verankert ist. Das heißt, dass diese Lernziele dann in Zukunft auch prüfungsrelevant werden in den Staatsexamina. Und das ist neu, im Gegensatz zum aktuellen, Lernzielkatalog, der einen reinen Empfehlungscharakter hat. Ich habe mal beispielhaft ein paar, rausgepickt, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, was eigentlich auf uns zukommt. Der NKLM ist im Internet über Google-Suche zu finden, ist allerdings ein bisschen kompliziert, sich damit zurechtzufinden. Deshalb habe ich mal so eine grobe Gliederung. Also im Überkapitel 7 geht es um übergeordnete und krankheitsbezogene Lernziele. Davon der Unterpunkt 2 sind diagnostische Verfahren. Davon der Unterpunkt 13 behandelt Digitalisierung. Und da steht dann die Absolventin und der Absolvent kennen die Bedeutung der Digitalisierung in der Medizin und in der Diagnostik. Sie sind vertraut, das ist dann wieder ein weiterer Unterpunkt, mit der Digitalisierung in der Medizin, den aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, der personalisierten Medizin und der digitalen Bildverarbeitung. Und das ist eine ganze Menge, also mehr als ich im Studium gelernt habe und ich habe jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit das Studium abgeschlossen. Dann geht es weiter. Gerne die nächste Folie. Sie können, und da werden dann einige Punkte einfach
aufgelistet, und das ist jetzt auch wieder nur beispielhaft einige von vielen. Also Sie können die neuartigen Technologien, Techniken von Virtual Reality, Augmented Reality und computerassistierter Medizin reflektiert anwenden und bewerten. Den Begriff der personalisierten Medizin sowie die Grundlagen und medizinische Anwendungen von maschinellen Lernverfahren und KI-Systemen erläutern und unterschiedliche Arten von wissensbasierten Systemen und medizinische Anwendungen von klinischen Entscheidungsunterstützungssystemen zur Optimierung der Patientenversorgung erläutern, sowie deren Chancen und Limitationen benennen. Dann Einsatzszenarien für telemedizinische Anwendungen und deren Rahmenbedingungen und so weiter. Also das heißt, ich denke, man bekommt da schon ein Gefühl dafür, und es wird uns klar, dass wir dafür eine Umsetzungsstrategie brauchen, und zwar zeitnah und nicht erst dann, wenn die neue Approbationsordnung in Kraft tritt. Dann gerne eine Folie weiter. Ich habe auch mal was mitgebracht, eine Stellungnahme vom Deutschen Ethikrat. Das ist eine Stellungnahme zum Thema Mensch und Maschine, Herausforderungen durch künstliche Intelligenz. Relativ aktuell von diesem Jahr März, circa 300 Seiten, und das widmet ein ganzes Kapitel der Medizin, weil das dort einfach ein so enorm relevantes Thema ist. Und da gibt es dann zum Schluss des Kapitels Medizin einige Empfehlungen des Ethikrates. Und da habe ich mal so die für unsere Fragestellung oder unsere Thematik wichtigsten mitgebracht. Das wäre einerseits die rasche Integration in die Ausbildung des ärztlichen Fachpersonals. Dann wird empfohlen, einschlägige Curricula in Aus-, Fort- und Weiterbildung zu entwickeln und eine breitere Vorbereitung und Abbau, eine Vorbereitung einer breiteren Nutzung und Abbau bestehender Zugangsbarrieren. Warum? Damit möglichst viele Patienten und Patientinnen davon profitieren. Und es ist ja das altbekannte Problem, Zugangsbarrieren entstehen dort, wo das Wissen fehlt. Und was ich nicht kenne, das werde ich erst einmal ablehnen. Das heißt, um Zugangsbarrieren abzubauen, ist es wichtig, Wissen zu vermitteln. Und das funktioniert natürlich nur, indem wir das einbauen in die Ausbildung. Genau, das sollten, danke schön, das sollten jetzt eigentlich genügend Gründe sein, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen müssen. Und dann kommen wir einmal ganz kurz noch zu einer möglichen Umsetzung. Also wie kann man das Ganze jetzt ins Kerncurriculum und auch, müssen wir so sagen, ins Pflichtcurriculum implementieren? Denn es gibt sehr viele, sehr gute Wahlpflichtkurse zu dem Bereich, beispielsweise KI in der Medizin. Und das wird in Zukunft nicht ausreichen, weil es alle zukünftigen Ärzte und Ärztinnen betrifft. Und da gibt es zum Beispiel den Ansatz, dass man ein komplett neues Fach, digitale Medizin, entwickelt und es dann im Curriculum so platziert, dass es von der Wissens- und Erfahrungsgrundlage der Studierenden her sinnvoll erscheint. Es kann dann auch über ein oder mehrere Semester erfolgen in Form von Vorlesungen oder Seminaren, Praktika, E-Learning. Da hat die Universität Münster unter der Leitung von Julian Vargese einen sehr guten Wurf hingelegt, meiner Ansicht nach. Die zweite Möglichkeit ist, diese Themen longitudinal zu implementieren in bestehende Lehrveranstaltungen, im Idealfall vom ersten bis zum letzten Semester. Also, dass man beispielsweise Themen wie Wearables oder Apps, die auf Vorhofflimmern screenen, dann in eine Kardiologie-Veranstaltung einbaut oder Apps zum Thema Diabetes einfach in die Endokrinologie-Vorlesung einbaut. Da ist es natürlich wichtig, dass dieser Prozess übergeordnet koordiniert wird. Also es braucht in der Regel eine Fachvertretung, die mit allen Lehrbeauftragten in Kontakt tritt und die Lernziele entsprechend umsetzt. Und dann nicht zu vergessen, das sind jede Menge neue Inhalte, und da sollten wir eben auch den Mut haben, neue Lehr- und Lernkonzepte zu erproben. Zum Beispiel Blended Learning-Kurse mit Integration von Online-Kursen in die Präsenzlehre. Und
Wir arbeiten da in Basel zum Beispiel mit KI Campus zusammen und decken dort die gesamten Lernziele zu künstlicher Intelligenz in der Medizin ab, über Online-Kurse, die wir didaktisch durch Lehrveranstaltungen in Präsenz begleiten. Aber dazu gibt es dann in der Zukunft wahrscheinlich im Januar nochmal ein eigenes Hangout. Und zu guter Letzt, das Thema Interdisziplinarität darf nicht vernachlässigt werden, weil wir einfach enger zusammenrücken müssen, auch mit Themen wie der Informatik beispielsweise, was für Mediziner oft ein bisschen herausfordernd ist. Und damit gebe ich weiter an Daniel. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich Du hast dich stumm, gerade stumm gemacht. geworden. Ihr habt mich gerade wieder stumm gemacht. Alles klar. genau, was ich jetzt machen darf, und zwar werde ich jetzt ein paar Kapitel vorstellen. Und zwar ist das, also wenn man so will, ein bisschen das Herz dieser Handreichung, also verschiedene Themen zur didaktischen Einbindung von digitalen Kompetenzen. Da gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Und das ist quasi so ein Potpourri von Themen, die wir als wichtig erachtet haben. Und ich würde jetzt die alle mal kurz vorstellen. Und also ich werde sie nur so ein bisschen anteasern. Manchmal gehe ich auch ein bisschen rein ins Thema. Manchmal sage ich nur, was generell drin steht. Also wie gesagt, so ein bisschen teasermäßig, weil sie sollen das ja auch noch selber lernen, lesen. Deswegen, also ich versuche so ein bisschen Spannung aufzubauen. Ich denke, okay, ich muss nach diesem Buchklappentext muss ich unbedingt dieses Buch lesen. Das ist so ein bisschen der Plan. Genau, dann gehen wir mal gleich los zum ersten. Genau, vielen Dank. Und zwar das Inverted Classroom Model oder auch Flipped Classroom Model, vielleicht eher bekannt. Da geht es darum, dass man klassischen Unterricht umdreht, indem man sagt, diese Selbstlernphase kann eigentlich auch im Vorfeld passieren und dann kommt man möglichst online und dann kommt man vorbereitet in die Präsenzphase und kann dann weitaus besser zusammenarbeiten und auf höhere kognitive Kompetenzen avisieren. Also das ist ein bisschen die Grundidee. Und wir haben mal ein Beispiel gegeben, was wir in München noch gemacht haben. Da haben wir ein Inverted Classroom-Modell aufgebaut zum Thema Gesundheitssystemanalyse und haben das dann ja ein bisschen beschrieben, dass es funktioniert hat. Dann kam mal die Pandemie und jetzt mussten wir umbauen. Und da Flipped Classroom ja eigentlich dafür da ist, die Präsenzphase zu stärken, die uns dann aber weggebrochen ist, mussten wir quasi ein Online-Inverted Classroom-Modell entwickeln. Also quasi haben versucht, das, was eigentlich für die Präsenzphase ist, aufs Online-Lernen zu übertragen. Und da können Sie tatsächlich dann lesen, ob das funktioniert hat oder nicht. Spoiler Alert, es hat funktioniert. Es hat sogar, die Studierenden fanden es sogar besser als unser ursprüngliches Inverted Classroom-Konzept, was wir schon fast erstaunlich fanden. Die Gründe sind, glaube ich, aber vielfältig. Genau, kann ich nicht so drauf eingehen. Aber auf jeden Fall hat es relativ gut funktioniert. Und der Vorteil war da auch noch, dass nicht so viel Arbeit war, ne? Weil wir hatten ja quasi Selbstlernphase schon fertig, die online. Das heißt, es hat es nicht ganz kalt erwischt, die Pandemie. Wir mussten da halt quasi nur die Hälfte der Arbeit machen. Genau, das ist das Erste, das Online-Virtual Classroom-Modell. Genau, das Zweite ist so ein, ich sag mal, also KI, also eine Beschreibung von künstlicher Intelligenz in der medizinischen Aus- und Weiterbildung. KI ist ja nur so ein Dachbegriff. Da haben wir versucht, so ein bisschen aufzuschreiben, wo man KI einsetzen kann. Also durch Zusammenfassung langer, komplexer Texte, Intelligent Tutoring System, automatisiertes formatives Prüfen für den Lernenden Fokus, also eher zu gucken, was bringt das den Lernenden. Und auf der nächsten Folie haben wir dann die Systeme für einen Lehrenden Fokus. Also wo können Lehrende, Dozierende das sinnvoll einsetzen, wie automatisiertes summatives Prüfen. Das ist natürlich ein Traum, wenn das gut funktioniert. Dann nimmt dann das ja wahnsinnig viel Arbeit ab. Keiner mag gerne MC-Fragen korrigieren. Das macht nicht so viel wirklich Laune. Personalisiertes Feedback, da geht es dann auch richtig schon hin zu spannenden Aspekten, wo man das halt besser machen kann und gezielt auf das Lernverhalten der einzelnen Personen absetzen. Und Plagiatsdetektion, das ist ja auch mal tatsächlich ganz gerne gemacht. Genau, das ist das. Und dann kommen wir eigentlich zu dem, ne, super Thema, der Megatrend, wie auch immer, generative KIs. Und da sehen Sie jetzt, da haben wir die Kollegen versucht, ein bisschen aufzuschreiben, wo kann man überall generative KI in der Lehre einsetzen. Also da ist auch ein Beispiel, Bernd Romeike hat netterweise so einen Prompt geschrieben für Medizinstudierende, da kann man mal reingucken, was ist denn, wenn ich ein Medizinstudierender bin im fünften Semester, muss jetzt lernen für ein bestimmtes Fach. Wie kann ich das machen? Und hat in der Prompt ist tatsächlich auch drin in der Handreichung. Da kann man sich jetzt mal anschauen, was ChatGPT da ausgespuckt hat. Ist eigentlich immer ganz sinnvoll. Auch als virtueller Diskussionspartner kann man das nutzen. Man kann es nutzen für pfeilbasiertes und problemorientiertes Lernen, also die Erstellung von Fällen, die dann
tatsächlich auch ein bisschen ansprechender sind als die Fälle, die wir uns immer selber ausgedacht haben, weil ChatGPT dann doch ein wenig kreativer ist als wir, muss man mal so zugeben. Die Erstellung von Lehrvideos und Podcasts, wie man das da unterstützen kann, der Einsatz von Gamification, Audio-zu-Text-Generatoren, digitale Karteikarten, die man sich erstellen lassen kann und Generierung synthetischer Daten. Genau, das sind so die generativen KI-Werkzeuge als Übersicht. Genau, dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema, Gamification. Da ganz kurz, was bedeutet das? Gamification nutzt eigentlich Spieldesign-Elemente außerhalb eines Spiels. Das ist so ein bisschen Definition davon. Das hilft, die Motivation, Leistung, Engagement der Nutzer zu unterstützen. Das ist sowas wie Punkte, Ranglisten, Avatare, Level-Ups, Quests und Badges. Kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie in den Kaffeeladen gehen und dann Ihre Kaffeedinger sammeln und nach dem 10. gibt es einen frei. Das ist auch schon so eine Art Gamification-Sache. Ist tatsächlich basiert, aber alles auf der Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deasy, eine Motivationstheorie aus der Psychologie. Und deswegen hat das auch einen relativ guten Nutzen. Also es hilft tatsächlich immens, um das Engagement der Studierenden aufrechtzuerhalten, was ja gerade in Online-Selbstlernphasen mal eigentlich der größte Knackpunkt ist, ne? Diese Motivation, warum sollte ich jetzt weitermachen? Ich sitze hier alleine, die ganzen Peers fehlen, ich langweile mich gerade zu Tode. Und da kann man tatsächlich gezielt Gamification einsetzen. Genau, und in diesem Beitrag sind dann, das sind drei Abbildungen, die ich natürlich jetzt nicht dabei habe, aber die können dann nochmal sehen, was der Zusammenhang ist zwischen psychologischen Bedürfnissen und Game Design Elementen. Also wie hängt das zusammen mit der Selbstbestimmungstheorie, die Vor- und Nachteile vom Einsatz von Gamification in der Hochschulbildung und Designprinzipien. Also das heißt, wir haben auch versucht, so ein bisschen eine Anleitung zu geben, wenn man das selber machen will, was hat sich denn bislang immer ganz gut, was hat bislang ganz gut funktioniert. Worauf sollte man achten, wenn man sowas einbauen will? Also quasi sowas wie eine Blaupause. Genau, das war Gamification. Dann kommen wir zu Augmented und Virtual Reality. Er hat von Bernd Romeike, der das geschrieben, der hat versucht, so ein bisschen darzustellen, wie gerade der aktuelle Stand ist in dem Bereich von Virtual Augmented Reality in der medizinischen Ausbildung und hat so ein paar Anwendungsbeispiele gegeben. Also Verbesserung anatomischen und pathologischen Verständnisses. Man kann klinische Fähigkeiten erwerben, chirurgische Fähigkeiten erlernen. Man kann interprofessionelle Zusammenarbeit fördern. Und Verbesserung der Fähigkeiten zur Auswertung von Bildgebungsdaten. Also das sind so ein paar Beispiele, die er da gegeben hat. Er hat aber auch dann noch Gegenüberstellungen gemacht von Limitation von Augmented Reality und Limitierung von VR in der medizinischen Ausbildung. Also auch nicht alles positiv, sondern immer auch noch mit diesem Blick darauf, was hat gut funktioniert, was ist vielleicht funktioniert noch nicht so gut, wo sind vielleicht auch die großen Herausforderungen für die Zukunft, die noch gelöst werden müssen, wie zum Beispiel diese riesen Brillen auf dem Kopf, ne? Also es geht ja viel um Immersionsfaktor, das ist ein bisschen schwierig, wenn man 5 Kilo auf dem Kopf hat, ist das mit der Immersion auch nicht so weit her. Genau, das aber nur am Rande. Genau, dann von, auch wieder, Sie sehen Bernd Moromeike, der leider heute krank ist, das ist echt total schade, er hätte das eigentlich viel besser vorstellen können, deswegen springe ich gerade auch so ein bisschen ein für ihn, er hat also vielleicht ganz viel beigetragen. Zusammen jetzt in diesem Fall mit Sven Meister von der Uni Witten. Die haben auch noch versucht, so das System Lernmanagement-System und Learning Analytics zusammenzufassen und haben dann beschrieben, wie das funktioniert, also wie Lernmanagement-Systeme funktionieren. Das kennen Sie alle, ne? Moodle, Elias, StudIP, was es alles gibt. Das sind ja meistens nur PDF-Schleudern, traurigerweise. Es geht aber tatsächlich noch weitaus mehr, wenn man das wirklich gut nutzt, hat das auch einen guten Effekt und kann das Lernen unterstützen, ist da allerdings dann auch ein bisschen aufwendiger. Und Sie, sagen, die beiden haben so ein bisschen beschrieben, wie man sowas machen kann und haben wir auch nochmal einen Fokus auf das H5P-Gesetz, also eine wirklich relativ leicht zu benutzende Mini-Programmiersprache, wenn man so will, wo man ganz schnell interaktive Aufgaben bauen kann innerhalb von Lernmanagement-System. Kann ich wirklich nur jedem mal empfehlen, sich da mal ein bisschen reinzufuchsen. Das ist wirklich erstaunlich einfach dafür, was dann rauskommt. Also das mal so als Tipp. Genau, und der zweite Teil wäre Learning Analytics, dann geht es schon wieder Richtung KI tatsächlich auch. Learning Analytics umfasst das Sammeln, Analysieren und Berichten von Daten über Lernende und deren Kontext. Also das sind Systeme, die quasi tracken, wo ist man gerade in seinem Lernstand. Man kennt das sonst vielleicht noch von den Lernportfolios, ne, oder den Lernhandbüchern, wo man bei Lerntagebüchern mal alles noch händisch eingetragen hat. Und Learning Analytics kann selber tracken, wie weit ist der Studierende, und kann dann bestimmte Aufgaben oder Lernmaterialien zur Verfügung stellen, die gerade zu diesem Lernprozess passen. Das ist eigentlich das, wenn das richtig gut funktioniert, ist das ein Traum, muss man einfach mal sagen. Weil das kriegen ja oftmals auch, ich sag mal so, Dozierende auch nicht so gut hin, ne? Den individuellen Stand der Studierenden so gut zu tracken, wie es halt so ein System kann. Und die beiden haben, wie gesagt, das noch so ein bisschen beschrieben und haben dann auch noch eine große Abbildung zum Thema Chancen, Risiken
im Einsatz von Lernmanagementsystemen auch nochmal gegeben. Also da zu gucken, was funktioniert da gut und was funktioniert nicht. Genau. So, jetzt kommen wir zum vorletzten. Tim Schubert. Tim ist jetzt auch dabei. Genau. Tim, du darfst gerne ergänzen, wenn ich jetzt irgendwas nicht ganz so genau beschrieben habe. Also Tim Schubert und Bernd Romeik haben sich auch mit dem Thema digitale Werkzeuge zum Lernen beschäftigt und da auch mit dem Fokus auf Anki, ne, und Quizlet. Also es darum, wie kann man eigentlich auch mit Quizzen, wer wird Millionär, ne? Wer weiß es nicht. Am besten lernen wir immer noch von der 1-Million-Frage, die kann sich immer jeder merken. Also sowas funktioniert ganz gut und da ist jetzt auch die Entwicklung, soweit das KI da auch helfen kann, unterstützen kann bei der Erstellung, Bewerten von Karteikarten zum Beispiel. Also sagen, Karteikarten erstellen, was glaube ich nicht ganz so sinnvoll ist, das glaube ich macht noch mehr Sinn, das selber zu erstellen, aber das zu bewerten ist natürlich, glaube ich, schon wieder ein sehr, sehr guter Qualitätsschritt. Genau, und was jetzt auch passiert, dass die Studierenden das untereinander austauschen, was ja auch super ist, und das kann man tatsächlich auch nochmal durch digitale Möglichkeiten noch ein bisschen verbessern, also dieser Austausch nicht nur untereinander über den Tisch oder auf dem jetzt schon fast nach Schulhof, also auf dem, wo auch immer man sich dann da trifft, sondern tatsächlich auch über digitale Wege. Tim, soweit oder? Ja, vielen Dank. Genau, eine Sache noch am Ende. Was halt generell für Studierende oft etwas schwieriger ist, ist natürlich zu sehen, was sind jetzt wirklich die relevanten Inhalte und welche Inhalte sind so die wichtigsten, die ich dann in meine Karteikarten packe. Und bei uns gibt es beispielsweise manche Fächer, die dann wirklich zusammenfassende Skripte erstellen. Und man weiß, das sind wirklich so die wichtigsten Inhalte. Die lerne ich nochmal spezifisch mit Anki beispielsweise. Sowas ist immer extrem hilfreich, aber natürlich für die Fakultäten auch ein gewisser Aufwand. Ja. Okay, super, danke. Genau, kommt zum letzten Kapitel, wieder Bernd Romeike, der gute Mann, aktivierendes Lernen nochmal, und das ist eigentlich das, wofür wir das alles machen, ne? Also die meisten digitalen Tools und Methoden werden eigentlich eingesetzt, um aktives Lernen, aktivierendes Lernen zumindest zu ermöglichen. Deswegen ist das nochmal ein ganz guter Abschluss auch in dem Kapitel. Und ihr habt nochmal da zwei Systeme vorgestellt, was gut funktioniert. Also Audience-Response-Systeme kennen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Früher noch dieses Clicker-System, ne? Also diese Abstimmungstools, die man online machen kann, aber auch in Präsenzphasen machen kann. Mittlerweile gibt es, glaube ich, diese Clicker-Systeme auch gar nicht mehr. Macht es ja gleich mit dem Handy auch, wenn alle vor Ort sind. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Es gibt da auch einen relativ guten Body of Evidence mittlerweile, jetzt auch durch die Pandemie, wo man geschaut hat, was genau kann denn diese Audience-Response-Systeme auch wirklich erreichen, also wo können die wirklich auch konkret das Lernen unterstützen, und es ist auch gut für die Dozierenden zu gucken, ne, wo ist der Stand der Studierenden, das ist ja sonst auch, wie gesagt, wenn man schwierig ist, wenn man Fragen stellt, meistens beantworten es immer die gleichen Personen, dann weiß man, wie weit die sind, aber der Rest, ne, die berühmte letzte Reihe, die wird dann vielleicht nicht so im Fokus, da können Audience-Response-Systeme tatsächlich helfen und auch bei der Motivation, gerade in Face-to-Face Online-Szenarien, also ne, diese, was wir jetzt auch haben, klassisches Zoom-Meeting. Genau, und ihr habt noch ein Tool vorgestellt, Participify, wo das relativ gut funktioniert, ganz schnell Umfragen erstellen zu können. Genau, das ist das eine. Und der zweite Part wäre nochmal interaktive Dokumente, kennen Sie, glaube ich, auch alle, Google Docs und Co. Ne? Funktioniert das eigentlich? Wie kann man möglichst gut zusammenarbeiten? Da helfen interaktive Dokumente, also die in der Cloud sind, wo man simultan schreiben kann, was ja mittlerweile immer noch nicht so richtig gut funktioniert, wenn man ehrlich ist, wenn man Formatierung denkt und so. Es ist immer noch nicht so einfach, wie es eigentlich hätte sein sollen. Also finde ich immer noch erstaunlich, dass man das noch nicht hingekriegt hat, das einfach stumpf so zu machen, wie man es kennt, wie bei Word. Das wäre, glaube ich, technisch jetzt auch nicht der Overkill, aber genau. Jedenfalls ist da nochmal die Beschreibung von Bernd und er hat da auch nochmal einen Vorschlag gegeben für ein Tool, was wir jetzt auch wirklich fast nur noch nutzen, das CryptoPad. Aus Frankreich, das ist anonym, eine verschlüsselte Lösung, ist anonym und man kann auch sogar, wie bei Mission Impossible, das auch einstellen, dass sich das irgendwann selber zerstört, wieder das Dokument. Das heißt, irgendwann ist es dann auch wieder weg, wenn man das möchte. Muss man natürlich da aufpassen, dass man das nicht aus Versehen einstellt. Aber generell ist sowas, glaube ich, ganz gut, um auch so ein bisschen die Frage des Datenschutzes so ein bisschen zu begegnen. Ne? Sonst ist das, es gibt bestimmte Unternehmen, die einfach sagen, es geht einfach nicht, wir können nicht, wir dürfen nicht mit Google Docs arbeiten. Man macht es ja meistens dann trotzdem, aber erlaubt ist es dann trotzdem nicht. So, genau, das war jetzt die Kurzvorstellung. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen das Interesse jetzt geweckt, um die Kapitel jetzt auch nochmal im Detail zu lesen. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Daniel. Dann
Genau, also es ist natürlich immer schwierig, die Studierendenperspektive aus einer Sicht abzubilden. Deshalb werde ich mich allgemein eher auf Stellungnahmen und Positionspapiere von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland beziehen. Das ist die BVMD, da gibt es allgemein auch wirklich lohnenswerte Beiträge immer auf der Website. Erstmal ein kurzer Einblick zum Status quo. Meiner Erfahrung nach ist Digitalisierung an den medizinischen Fakultäten sehr ungleich verteilt. Also gleichzeitig hat man in einigen Fächern wirklich Papierlisten, wo man die Anwesenheit erfasst und die man dann auch zum Teil über 8, 9 Semester nicht verlieren darf, damit man am Ende noch das Testat bekommt. Während es beispielsweise in manchen Fächern, bei uns gab es in Anatomie tatsächlich Augmented Reality im Präparationskurs, wo wir dann unsere AR-Brillen aufgesetzt haben, uns den menschlichen Körper nochmal so virtuell angeschaut haben. Und dementsprechend ist allgemein, glaube ich, auf jeden Fall viel Wille zum Fortschritt da. Es ist manchmal, vielleicht müssen noch mehr Fokus manchmal auf den Dingen liegen, die vielleicht einfacher sogar umzusetzen wären, wo man aber denkt, das hat schon immer so funktioniert. Und tatsächlich wäre es aber beispielsweise so eine digitale Anwesenheitserfassung, die es auch an vielen Unis natürlich gibt, eine große Erleichterung. Genau. Aber an sich, denke ich, gibt es da auf jeden Fall Progress. Genau, wenn wir einmal eine Folie weitergehen, wollte ich noch ganz kurz nochmal auf die ärztliche Approbationsordnung eingehen. Da gibt es ja jetzt den neuen Referentenentwurf. Und damit davon gesprochen, dass es um die Funktionsweise und Anwendung digitaler Technologien geht. Und je nachdem, wie streng man letztendlich den Begriff der Digitalisierung fasst, könnte man sagen, für die Zeit, wie gesagt, wir arbeiten ja aktuell noch mit der Approbationsordnung von 2002, wenn die wirklich 25 eintreten würde, haben wir vielleicht 2050 dann wieder eine neue Approbationsordnung. Und bis dahin ist Digitalisierung vielleicht gar nicht mehr das größte Thema. Irgendwann ist auch vieles oder alles digitalisiert. Und es geht, glaube ich, wirklich darum, dass man allgemein offen bleibt für neue Technologien und eben das Medizinstudium auch dynamisch den Anforderungen an Ärztinnen anpasst. Und ich denke, da werden in der näheren Zukunft auch immer mehr Entwicklungen noch auf uns zukommen. Und deshalb finde ich die Formulierung im NKLM, wenn wir eine Seite noch weitergehen, eigentlich sehr gut gewählt. Da gibt es ja jetzt dieses neue Absolventinnenprofil des Visionärs, der Visionärin. Und das setzt letztendlich ja ein Grundverständnis der Digitalisierung als Werkzeug auch voraus. Und eben allgemein geht es immer mehr um diese Fähigkeit, sich neue Eigenschaften, neue Kenntnisse anzueignen, aber eben auch neue Technologien kritisch zu bewerten und herauszufinden, in welchem Kontext sind die am Ende tatsächlich in der klinischen Praxis relevant und sinnvoll einsetzbar. Genau, und dementsprechend glaube ich, dass der NKLM das eigentlich schon ziemlich gut trifft. Dementsprechend, wenn wir noch eine Slide weitergehen, bitte, geht es der BVMD vor allem darum, dass man sagt, wir setzen diese im NKLM formulierten Lerninhalte tatsächlich in der Praxis um. Über digitale Lehrformate haben wir jetzt auch schon gesprochen. Sowas wie Flipped Classroom ist natürlich sinnvoll, haben wir, glaube ich, auch von Daniel ausführlich erläutert. Was noch ein zusätzlicher Punkt ist, es gibt ja zum Teil überregionale digitale Lehrformate, zum Beispiel KI Campus, darauf kann man ja auch von überall aus quasi zugreifen. Allgemein gibt es ja diese MOOCs, Massive Open Online Courses, und das sind einfach wahnsinnig gute Ressourcen für Studierende, um sich auch Kenntnisse anzueignen, die vielleicht an der eigenen Universität gar nicht angeboten werden. Genau, ansonsten allgemein natürlich die digitalen Strukturen, davon habe ich vorhin kurz gesprochen. Und was, denke ich, wirklich besonders relevant ist, ist die Vermittlung der Kompetenzen, die eben mit dem Absolventinnenprofil des Visionärs, der Visionärin einhergehen, weil wir tatsächlich ja immer schneller aufeinanderfolgende disruptive Veränderungen sehen und dementsprechend die Kompetenz, kritisch neue Technologien zu hinterfragen
und sich neue Fähigkeiten anzueignen und auch tatsächlich einfach mit großen Mengen an Informationen und Daten umzugehen, doch deutlich an Relevanz gewinnt im Vergleich zum beispielsweise Faktenlernen von medizinischem Wissen, wo natürlich ein Grundstock über die Jahre sich kaum ändert. Aber tatsächlich die feinen Details, die Guidelines etc., das Wissen, was man über klinische Studien erhält, ändert sich ja fortlaufend. Und dementsprechend ist es eigentlich wichtiger, die Kompetenzen zu vermitteln, damit umzugehen, als quasi den Stand, der zum Zeitpunkt des eigenen Medizinstudiums dann existiert, so dauerhaft abzubilden. Genau. Dementsprechend vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion.